die Idee. So, die Spähstraße in Dortmund, die heißt ab sofort nicht mehr so. Das heißt, alle, die da wohnen, die haben eine neue Adresse und, wie ich finde, eine sehr schöne. Dr. Safi Ali Straße, benannt nach dieser Frau. 8 Jahre wurde in der Bezirksvertretung diskutiert. Jetzt ist es soweit und wer Safi Ali war, das sagen wir Ihnen jetzt. Es ist offiziell. Die Straße am Dortmunder Hafen heißt jetzt so wie die erste Ärztin der Türkei, die lange in Dortmund gelebt hat. Eingeweiht mit einer kleinen Feier am Mittag. Es war ein Vorschlag des Vereins Forum Jugend, den die Bezirksvertretung mit großer Mehrheit umgesetzt hat. Bezirksbürgermeisterin Hanna Rosenbaum ist darüber sehr froh. Ich glaube, worüber ich ganz besonders froh bin, einen besseren Namensvorschlag hätten wir, glaube ich, nicht finden können. Safi Ali ist eine herausragende Persönlichkeit, die mit allen ihren Werten so sehr auch für diesen Stadtteil steht. Sie ist feministisch, sie war interkulturell unterwegs, ist ihren Weg gegangen, trotz aller Widerstände und hat sich durchgesetzt, ist Ärztin geworden. Hat hier in Deutschland gelebt, ist aus der Türkei hier hingekommen. Safi Ali wurde Ende des 19. Jahrhunderts geboren. Da sie in der Türkei nicht Medizin studieren durfte, kam sie nach Deutschland. Dort lernte sie ihren Ehemann kennen. Beide praktizierten lange in Dortmund, sie als Gynäkologin. Hier starb sie auch 1952. Ihr Grab ist auf dem Hauptfriedhof, jetzt frisch mit einer Infotafel versehen. Zur Umbenennung der Straße kam heute extra der Neffe Ulrich Krekeler angereist. Der heute 82-Jährige hat als Kind seine Tante erlebt. Es ist eine enorme Lebensleistung, die sie gebracht hat und die sicherlich heute hier sehr zu Ehren kommt. Und das macht mich stolz. Auch der türkische Generalkonsul aus Essen war Mittag zur Feierstunde in der Nordstadt. Wie Sie wissen, leben viele türkische Menschen in Dortmund. Safi Ali, ihr Leben und ihr Wirken in Dortmund spiegelt gut die starke Verbindung zwischen der Türkei und Deutschland wider, die schon so lange andauert. Bisher hieß die Straße Spähstraße, benannt nach einem Admiral der kaiserlichen Marine. Und das erst seit Mitte der 70er Jahre. Damals hielt man den Herrn noch für würdig, heute nicht mehr. Denn der Maximilian von Spee war ja nicht nur ein Admiral, sondern er war vor allem in den frühen Jahren mit sehr unschönen Aufgaben in Kamerun und an der Küste und nach Südafrika runter betraut. Und die haben da freundlich alles zusammengeschossen, was sich irgendwie bewegt hat. Und man muss sich überlegen, ob man daran erinnern will oder nicht erinnern will. Ich bin nicht dafür, so intensiv daran zu erinnern. Die alten Straßenschilder bleiben übrigens noch ein halbes Jahr hängen, damit niemand durcheinander kommt.